Die Schweiz wird auf Bitten der Ukraine einen Friedensgipfel organisieren. Russland werde aber nicht willkommen sein. Das sagte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Wir sind offen für alle Länder der Welt, die unsere Souveränität und territoriale Integrität respektieren. Das teilte Zelensky mit. Die Schweiz erklärte sich bereit, ein Gipfeltreffen über eine Friedensformel zu organisieren. Die genauen Voraussetzungen würden noch geklärt. Auch ein Termin für den Gipfel wurde noch nicht genannt. Damit schauen wir zu Dietmar Deffner, Ressortleiter Weltwirtschaft. Dietmar, was kann denn da tatsächlich bewirkt werden in Davos? Was kann von Zelensky bewirkt werden in Sachen Friedensgipfelvorbereitung? Ja, möglicherweise doch einige Schritte voran, denn Zelensky wird heute hier sprechen. Er bekommt ungewöhnlich viel Redezeit eingeräumt. Er ist zum ersten Mal ja persönlich vor Ort in Davos, nicht nur per Videobotschaft. 45 Minuten wird er heute sprechen. Das ist das eine, und da wird er natürlich werben um die weitere Unterstützung für die Ukraine, auch in Sachen Waffenlieferungen, aber eben auch möglicherweise einen Pfad Richtung Frieden, Friedenskonferenz und Wiederaufbau weisen. Diese Friedenskonferenz, die da gestern in Bern beschlossen wurde, ja, die hängt natürlich auch davon ab, wer alles mitmacht, um erfolgversprechend zu sein. Und da sagen viele, die Chinesen müssten unbedingt hier mit ins Boot geholt werden. Und hier könnte es heute in Davos möglicherweise auch Gespräche geben. Darüber spekuliert man, dass Zelensky auch mit dem Ministerpräsidenten Chinas Li Keqiang, der heute die Eröffnungsrede hier in Davos halten wird, sprechen wird und möglicherweise China hier mit ins Boot holen kann. Dietmar, lass uns mal ganz kurz aber sprechen über das eigentliche Davos. Da geht es immer, dass sich die Wirtschaftsnationen, die Wirtschaftsbosse, die Wirtschaftslenker treffen, um zu beraten über die aktuelle weltweite Situation. Wie ist denn die Stimmung aktuell? Die Stimmung ist wieder besser geworden, aber es ist ein gedämpfter Optimismus, den man hier spürt. PwC macht immer zum Start von Davos eine große Umfrage unter Unternehmenslenkern weltweit in 105 Nationen. Und die hat ergeben, dass 38% mittlerweile mit Wirtschaftswachstum rechnen wieder. Das waren im letzten Jahr nur 18%. Übrigens besonders optimistisch die deutschen CEOs, die befragt wurden. 67% rechnen mit einem Wachstum der Weltwirtschaft. Also das ist die positive Stimmung, aber eben immer noch gedämpft. Das sagen auch zum Beispiel die befragten Chefvolkswirte. Immer noch 56% von ihnen rechnen hier mit einem Schrumpfen der Weltwirtschaft und verweisen auf die finanziellen Bedingungen, natürlich vor allem die hohen Zinsen, die es immer noch gibt infolge der hohen Inflation, und natürlich auch die geopolitischen Gräben. Aber die versucht man ja hier in Davos ein Stück weit zuzuschütten. Dietmar, Dankeschön nach Davos. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.